Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. In der letzten Folge sind wir weiter durch die Kanalisation gegangen und haben rest dieses bekämpft, bis der Flug so kaputt ging. Und haben das Stadt, das Ameisendorf betreten, das Stadtzentrum. Ich weiß noch nicht, ob das nächste Kapitel so heißt, aber ich denke mal schon. Und mit ein paar Gefährten gesprochen hier, wo wir tatsächlich eine Erinnerung gefunden haben noch. Und eine, wo wir zwei vor, die wiedergekriegt hat, also eigentlich eher davor. Und jetzt machen wir hier weiter. Und wir haben übrigens mit Cyberzar geredet, dem Außenwäldler. Und zwei Blütchen gefunden, weil es gibt ja auch noch ein Pflanzenabzeichen. Und da habe ich schon die lilane und die rote. Jetzt fehlt nur noch eine Farbe. Okay, mit euch haben wir gestern schon gesprochen. Oh, und ich bin... Diesmal lasse ich das hier so stehen, denn das habe ich in letzter Folge schon umgekehrt, aber weil ich dies gerade erst neu begonnen habe, ist es da wieder anders. Ich weiß nicht nochmal, ob ich mit dir geredet habe, aber mache ich jetzt aber mal nichts. Okay, hier gibt es nichts. Bin nicht so auf die umgeschaut, aber kann ich ja jetzt ein bisschen machen. Hopp und hopp und hopp und hopp. Hallöchen, Salberzahn. Und hopp. Ja. Hallöchen. Dieses Essen ist wirklich kräftig, aber weil es hier nichts anderes gibt, wenn ich diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Müll ist nicht so besonders lecker. Hallöchen. Man nennt mich den Blechkoch, den ich habe. Auch nämlich auf das Umstyling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot, Ramensoße J45 mit meiner Geheimzutat. Nein, das ist wahrscheinlich nicht so was Gutes für Katzen, deswegen möchte ich es gerne mal verzichten. Aber danke, dass du mir das angeboten hast. Und hier haben wir auch schon die letzte Farbe, die fehlt. Suppiduppi. Dann wollen wir nochmal ein bisschen weiter nach oben gehen. Und die plaudern hier anscheinend noch ein bisschen. Hopp, hopp, hopp. Hoppala. Ich glaube, ich bin ja hier ganz weit drauf geklettert. Dabei wollte ich mich eigentlich mal ein bisschen umschauen. Warte mal. Ich kletter hier nochmal kurz. Hallo, ich bin runter. Oder warte mal. Ich glaube, hier geht es der Weg weiter. Ich dachte gerade, wir sind woanders hingegangen. Hallöchen. Da. Hallöchen. Hallo Kleines, wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonne leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Hier fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und ja, eine lila Pflanze. Wenn nur einer, der so klein und flink ist, sie für mich holen könnte. Haben wir schon. Hier haben wir die Lilane. Oh, ich habe gehört, das ist eine sehr seltene Pflanze. Danke. Könntest du auch die anderen für mich finden? Bitte, bitte. Bitte sehr. Hier haben wir schon. So, hier haben wir nochmal die andere. Ich liebe diese Farbe. Danke, Kumpel. Du hast sie alle gefunden. Ich danke dir so sehr. Hier als Belohnung mein Abzeichen für dich. Tada. Es sieht richtig gut aus. Mach's gut. Bis bald, mein Freund. Perfekt. Somit hätten wir auch das Pflanzenabzeichen, was man hier sehen kann. Und in der vorletzten, oder nee, ich glaube in der letzten Folge, in der vorletzten, haben wir auch das Musikabzeichen gekriegt. Mir ist langweilig. Tante Clementine hat hier früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge coole Sachen gelernt. Okidoki, das ist schön für dich, aber okay, wir wollen hier jetzt nichts lernen, sondern wir wollen weiter nach oben klettern ins Stadtzentrum, weil wir haben hier, denke ich mal, mit allem geplaudert. Obwohl, aha, hier können wir nochmal Farbe umschmeißen. Darum kümmere ich mich nochmal kurz, damit die hier ein bisschen aufwischen dürfen. Und falls irgendjemand fragt, wir waren das nicht, wir waren eine Katze und eine Katze würde sowas doch ganz bestimmt nicht tun. Dann wollen wir mal ein bisschen umschmeißen. Schade, dass man das Wasser einmal nicht auch umschmeißen könnte, weil da ist irgendwie etwas ekeliges, schleimiges drin. Egal. Dann wollen wir mal weiter. Hopp, hopp. So, hopp. Und so, hopp. Wollen wir dann weiter mal zum Stadtzentrum klettern. Hopp und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp.
Dann wollen wir mal durch den Tunnel gehen. Okidoki. Das sieht aber nach einem sehr alten Ort aus. Dann wollen wir hier mal weitergehen. Ich sehe wieder ein bisschen aus wie ein Labor, aber ist das anscheinend wohl nicht. Okidoki, das Licht brauchen wir, denke ich mal, nicht, denn hier ist ja welches. Und unten sehen, machen wir uns erst wenn. Können wir spielen. Aha, hier gibt es anscheinend von der U-Bahn. Damit könnten wir fahren. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hätte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in die Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie verabschiedet hatte. Schön, dass wir noch mehr in der Umgebung haben. Ich erinnere mich, ich habe das für sie getan, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Das ist schon so lange her. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr, das wir den Gefährten hier zeigen können. Vielleicht können sie uns die richtige Richtung weisen. Großartige Idee. Und hier haben wir scheinbar auch wieder einen Strand drauf. Und ich kann mal übrigens 7 Erinnerungen finden, wie man gerade sehen konnte. Und ich werde auch hier alle Erinnerungen sammeln. Dann wollen wir mal die Treppe hinaufsteigen. Und dann müssten wir auch gleich da sein. Hier haben wir schon Licht. Zuerst. Übersetzen können wir hier. Der Metro ist überhaupt. Der Metro ist aufdringend. Beschränkung geschlossen. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regeln kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Okidoki, gut zu wissen. Hallöchen. Ledok, dann wollte ich es dir mal zeigen. Okay, bis außen kannst du nicht reden. Schmusen. Okidoki. Und die haben wir auch schon noch eine Erinnerung. Ja, es gibt hier so viele Bücher. Ja, warte mal. Ich kann das so nicht sehen. Jetzt. Also das Verhältnis des Turniertests, die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern an einer Seite. Wenn du immer weit weg gehst, dann kann ich die nicht sehen. Es war ein Gefühl wie fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man mit jemandem Zeit verbringen. Also, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber wenn du es so findest, gut. Dann wollen wir mal. Hallo? Wie es aussieht? Ich werde gerade von einer Drohne beobachtet. Aha, dann wird es mal nicht was zu sehen. Keine Sorge wegen des Mülls, die Neko-Kooperation kümmert sich um alles. Okidoki. Da haben wir auch schon mal eine Erinnerung gefunden bei dem Kapitel Die Dächer. Da wollen wir uns hier mal auch ein bisschen umsehen. Der Zugang zu oberen Ebene ist aufgrund der organischen Lebensgefährlichen eingeschränkt. Bitte aus diesem Bereich fernhalten. Okidoki. Perfekt. Mal gucken, ob es hier noch was gibt. Hallöchen, Roboter. Hörst du das da unten? Diese Ebel, diese Flut. Diese Stadt verfolgt mich, sie verspottet mich. Oh, Clementine. Ja, ich habe früher mit ihr rumgehangen, aber sie wollte weg. Sie war wie ein frischer Wind und dann spurisch verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Psst. Hörst du das? Diese Ebel, diese Blut. Eigentlich sollte man. Wieso wird dabei ihr gesucht? Ach, egal. Sie haben noch ein paar Sachen, aber ich gucke mich erstmal in diese Stadt. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und reporten. Das ist aber nicht sehr unhöflich.
Das ist aber nicht sehr gut. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der oberen Residenz. Okidoki. Perfekt. Und da wären wir auch sogar schon. Stadtzentrum. Hallihallöchen. Vor der Nikokorb arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und hier unten zu schicken, wo er retourniert und wiederverwendet wird. Apropos unten, es ist schon so eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Das ist ein cooles Bild. Hey, ist es eine Rückseite auf der Adresse? Das ist das erste Symbol, ist eine Straße und das gibt einen Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Wenn du meinst. Alles klar, da kümmere ich mich später. Dieser Gauner vom Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er es jedes Mal, wenn ich ihn zurückstellen will. Als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einem Haufen Ersatzteile landen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Hey, guck mal. Die hat hier einfach eine leere Batterie. Alles klar. Und wir haben ja anscheinend wohl safe. Alles klar. Doch. Anscheinend ist das wohl, wer es rückwärts liest, Code. Aber ich denke mal, das lautet 8542. Dann ist es ganz so rückwärts geschrieben. Probieren wir es mal aus. 8 5. Warte mal. Ich springe mal kurz nach unten und lese es nochmal genauer nach. Okay, ich habe doch keinen Fehler gemacht. Okay, okay. Dann fahren wir mal. Welches Zahl war es nochmal? Als ob ich das jetzt zufälligerweise also rausgefunden habe. Perfekt, das Katzenabzeichen. So, dann wollen wir mal weitergehen und nachschauen, ob es hier was gibt. Okidoki. Hallöchen. Türsteher? Der Club ist geschlossen. Hau ab. Ach ja, okay. Bist du die Polizei? Alle sind auf der Suche nach ihr. Ich habe sie nicht reingelassen, wenn du das wissen willst. Ist anscheinend wohl so eine Art Club, aber jeden lass seine. Ich gehe sogar extra kurz aus dem Rum hier. Ah, ich weiß noch, hier ist eine kleine Abkürzung. Ja, denke ich mal. Zu der aha, wie es aussieht, können wir auch wohl hier rein. Ups. Ich wusste gar nicht, dass da Gitter sind, das hätte ich vorhin nicht gesehen. Egal. Weißt du, Arbeit ist Arbeit. Das Leid fällt dir nicht den Kopf darüber. Okidoki. Autsch. Was ist das denn für ein komisches Gefühl? Okay. Ich will nicht so gern, dass das mit mir passiert. Deswegen halten wir es mal lieber von dem Roboter da. Der zum Friseur gegangen ist. So. Hallihallöchen. Könnten wir aber erstmal die Farbe hier um. Und hier ist auch sogar eine Erinnerung. Die Friseurladen war ein sozialer Treffpunkt, um für an den Menschen zusammenkamen, Rede, Witze erzählten, Geheimnisse austauschen. Es war ein fröhlicher Ort. Selbst nachdem die Menschen fort waren, haben die Roboter den Laden am Laufen gehalten. Es stellte sich heraus, dass Haare für einen erfolgreichen Friseursalon nicht unbedingt notwendig war. Okidoki. So, dann war er runter. Und dann wollen wir mal hier gucken, ob es noch ein paar weitere Erinnerungen gibt. Bidupi. Das geschieht ja hier vielleicht ein bisschen. Also recht geschehen nicht, aber ich finde, das ist eine geile Aktion. Okidoki. Und hier irgendwo. Oh, hier gehört mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort in der Gegend. Das wäre sehr schön. Bis ich ein Schraubenzieher ins Knie bekam und jetzt ist sie geschlossen. Okidoki. Auch wenn der Typ nervt, er ist mein einziger Kunde. Versuche ihn bitte nicht zu vertrauen. Okay, das mache ich.
Denn ich suche hier je nach Erinnerungen und nicht nach Angelegenheiten, die ich vergrauen könnte. So geht okay, hopp. Perfekt. Dann hopp und hopp und hopp. Alles klar. Dann wollen wir erstmal diese ganzen Alkoholflaschen hier runterschmeißen. Hier das typische Leben einer Katze. Und hier haben wir sogar noch eine Erinnerung. Dieser Ort ist schön. Wasser würde ich nicht hergeben, weiche Kissen zu spüren oder einen kalten Drink zu genießen. Dieser Drohne ist zwar ganz schön praktisch, aber ich vermisse es, meinen eigenen Körper zu haben. Ich vermisse Gefühle. Ich vermisse es sogar, Schmerzen zu spüren und hungrig zu sein. Ich weiß, das ist nicht hilfreich, aber was wäre, wenn wir noch ein bisschen länger bleiben? Danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt soweit. Okay. Aber schön, dass hier ein Ort ist, an dem man sich amüsieren kann. Also jetzt wollen wir mal wieder runtergehen und nach weiteren Erinnerungen schauen. Hallöchen. Hallo? Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Pfiffi. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Okay, wie es aussieht, können wir irgendwann nicht das Bildchen zeigen. Ist ja jetzt auch egal. Dann wollen wir uns hier mal ein bisschen weiter umsehen. In der Bar schaue ich mich hier gleich um. So. Dann wollen wir mal gucken hier. Aha, hier haben wir anscheinend wohl auch noch eine weitere Erinnerung. Weiß ich, ein paar blaue Patten. Weiß ich, dass es blau ist. Oder warte mal. Da schauen wir uns am besten um, wenn die Tür frei ist. Okidoki. Obwohl, ich glaube, hier geht es nicht so weiter. So. Dann wollen wir hier mal gucken. Vielleicht gibt es hier noch was. Hopp, und hopp. So. Was darf es heute Abend sein, was darf ich heute Abend für dich tun, Chef? Ich hätte gerne einen Döner. Kannst du mich bitte mit echtem Geld bezahlen? Ohne Soße und ohne Salat und sowas. Sondern bitte nur mit Fleisch. Okay? Weil wenn ich euch schon früher oder später die Ausnahme bringe, möchte ich das gerne kostenlos. Es ist interessant zu sehen, wie Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Also hier scheinen sie Burger und Streetfood zu verkaufen. Ich erinnere mich, dass an mein Lieblingslokal, als ich noch ein Mensch war. Es war klein und einladend und der Name der Bedienung war, ich weiß es nicht mehr, es fing mit M an, glaube ich. Okidoki. So, wie es aussieht, haben wir jetzt wohl die meisten Erinnerungen hier gefunden. Alles klar. Dann wollten wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Was haben wir denn hier? Hier weiter von diesem Drohnen. Okay, okay. Wenn er dagegen kommt, dann sagt er, miau. Wie es aussieht, dürfen wir da wohl nicht rein. Hallöchen. Keinen Schritt weiter. Der Zugang zum Außenbereich ist völlig versperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Der Außenbereich ist nicht sicher. Keinen Schritt weiter. Okay, dann wollen wir uns hier noch ein bisschen weiter umsehen. Warum habe ich da nicht umgeschaut? Ich glaube, da drüben oder sowas. Im Nachtclub schaue ich mich etwas später um, denn ich glaube, da gibt es jetzt im Moment nicht so was. Oder ist es so ein Nachtclub? Nee, ich glaube nicht, dass es der Nachtclub ist. Hallo. Oh, eine Kassette. Hey, die Kassetten gehören uns. Weißt du, dass man nicht klaut? Ich könnte dir einen geben, aber dafür müsstest du etwas für JR, Mama, Miko und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Natürlich kann ich das, aber zuerst mal plaue ich mit deinen anderen Freunden hier. Hey, Trumpfbacke, wir können dich auch sehen. Du hast ja sehr interessante One- oder Augen, was guck mal. Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unsere Residenz Kameras installiert haben. Das kann ich wohl vorstellen. Das würde mir auch nicht so unbedingt gefallen.
Wasser. Was soll das heißen? Du hast den Charakterbogen vergessen. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, diese Sitzung vorzubereiten. Okay, du, ist auch sozusagen die beiden sehr gut zusammen. Mit dir habe ich schon geplaudert. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe. Aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in die Hölle gehen. Los geht's. Alles klar, wie es aussieht, haben die beiden wohl ein Gespräch? Dann störe ich die beiden weiter. Er meint nicht mehr. Und hier müssen irgendwo 30 als Kameras sein, wovon die beiden geredet haben. Dann wollen wir die mal deaktivieren und dann, wenn wir uns oben umgeschaut haben, etwas abholen. Hä, hier? Wie es aussieht, waren dann wohl keine. So. Und jetzt? Perfekt. Dann wollen wir die Sicherheitskameras mal installieren, weil wir die mal kaputt machen, die sie installiert haben. Alles klar. So. Dann wollen wir uns mal um die zweite hier kümmern. So. Und ab und kaputt geht's. So. Wo haben wir denn hier die letzte? Wo haben wir die? Okidoki da. So. Wow, nein, nicht runtergehen. So, hopp. So, und drauf. Perfekt. Supidoki. So, dann wollen wir mal hier weiter nach oben gehen. Und dann wollen wir hier mal weiter gucken, ob wir in diesem Raum da drüben mit dem kleinen Schlitz Clementine finden. Aber das Ganze machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und wir sehen uns, wenn es wieder heißt Stray. Also dann, bye bye!